Also, an jeden, der so denkt, und ich brauche jetzt da keine Namen nennen, ich habe ja vorhin einen genannt, ihr seid auf jeden Fall richtige Bastarde, Alter. So, das kann ich dazu sagen. Weil du kannst keine Leute angreifen. So, wie soll ich das sagen? Ich sag das mal ganz krass so. Wenn ich jetzt mit meinen Homies, wir würden auf dem Pausenhof, und nicht auf dem Pausenhof, das ist zu offensichtlich, aber auf dem Heimweg, was Leute aber nur so aus der Entfernung sehen. Wenn wir kleine Kinder verschlagen würden, Pausebrot klauen und niedermachen, dies, das. Was würde passieren? Sofort Gespräch mit dem Direktor, Polizei, dies, das. Wenn jemand unauffälliger das macht, der halt nicht anders ist wie wir, dann wird es heißen so, dann wird man das ignorieren. Ja, der hat ja nichts gemacht oder nicht das, aber die Leute würden dann, bis sie vielleicht drauf angesprochen werden, dann wird man vielleicht was sagen. Ansonsten würden das die anderen Leute ignorieren so. Wenn man anders ist, dann ist man generell schon in der Schusslinie so, nicht direkt von Angriffen, das früher oder später auch, also von verbalen Angriffen. Aber generell ist man dann schon so, oh, die Leute gucken dich so fünfmal an, was macht der jetzt? Das heißt, ich habe auch einen guten Spruch dazu, anders sein ist kriminell. Das heißt, wenn du anders bist, wenn du polarisierst und dich vielleicht nicht so einfügen kannst, auch in gesellschaftliche Interaktionen, dann bist du für die Leute der Kriminelle. Dann brauchst du auch nicht zu, also ich meine so, dann ist auch egal, ob du wirklich Scheiße baust, ob du wirklich vielleicht kriminell bist oder ob du das nicht machst so. Du bist es eh schon so. Also so, keine Ahnung, ich will jetzt auch niemanden dazu animieren, kriminell zu sein, aber du bist eh schon so der Buhmann so. Du bist eh schon der, mit dem sie nicht antworten, wenn er was fragt, weil du verhältst dich ja anders so. Du verhältst dich ja anders, deswegen bist du dann so der Buhmann. Es ist eine Art von Faschismus auf jeden Fall. So, es ist eine Art von Faschismus und Mobbing, was ich früher mitbekommen habe, ist auch eine Art von Faschismus. Deswegen, was die Leute so dann vielleicht denken so, ja, Ausländer darf man jetzt, also so weit sind sie ja immerhin schon gekommen, war ja früher auch anders. Ausländer greifen wir nicht an, schwarze Türken, weil die haben ihre Berechtigung. Jetzt plötzlich haben sie ihre Berechtigung, weil die blödesten Menschen einfach nichts mehr dagegen sagen können, weil die halt integriert sind. Aber egal, anderes Thema. Ist ja auch gut, dass die Ausländer ihre Berechtigung haben. Dann werden die verteidigt so, weil die sind ja vielleicht andere Kulturen, aber die verhalten sich nicht anders. Wenn jemand wie ich sich extrem anders verhält so, dann ist das natürlich nicht okay, weil das ist denen zu fremd so. Und auch den Ausländern übrigens. Also, die Ausländer sind ja dann auch so. Ich habe auch schon von diesen Leuten Sprüche gehört, so, warum machst du das so, warum machst du das so? Also diese Kritikpunkte, das ist ja auch bei den Ausländern so. Deswegen haben wir so generell so erstmal die Arschkarte. Ob wir das dann, was wir dann daraus machen, ist eine andere Sache, weil bei mir ist es so, ich lasse mir nichts gefallen so. Und wenn jemand meint, er müsste irgendwie was sagen, dann muss er halt mit dem Echo rechnen so. Und das kann ich auch nochmal zu dieser Musiksache sagen so, wenn unsere Musik aggressiv ist, dann denken die Leute auch, er sieht aus wie ein Student, dies, das, er hat doch dazu keine Berechtigung, er kommt nicht aus einer harten Gegend so. Aber ich halte mich nicht an irgendwelche Gangster-Klischees, dass du sagst, also jetzt nicht falsch verstehen, ich mag Gangster-Rap, aber dass man sagt so, ich kann jetzt nur hart rappen, wenn ich aus einer harten Gegend komme. Nein, ich habe Aggressionen gegen diese Gesellschaft, genauso wie sie im Moment funktioniert, und das sage ich auf meiner Musik. Und das sagt Caballero Lascivo auf seiner Musik. Ob dann bei Caballero ein Track dabei ist, der Hinterfotzen heißt, dreckige, versaute Hinterfotzen, es ist so, weil es drückt bei ihm einen Frust aus, und dann macht er diesen Track, Hinterfotzen, weil es heutzutage hinterfotzige Frauen gibt, auch Männer so. Eigentlich könnte man die Männer auch in diese Kategorie, das war jetzt nicht mein Thema, ich habe dann wieder andere Themen. Wenn ich sage Hass, 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 wenn ich diesen extremen Hass habe, der sich ja manchmal sogar gegen mich selber richtet, dann ist das die Wahrheit. Und wenn die Leute dann Angst kriegen, dann sollten sie mal wissen, woher diese Angst kommt so. Und ich rede nicht nur von Provokationen und sonstigem, ich rede auch hinter dem Rücken, was man mitkriegt. Leute sagen hinter dem Rücken, warum redest du mit diesem Junge so, der ist doch so und so, du kannst doch nicht mit dem reden. Aber vor deinem Rücken sind alle freundlich so, jetzt gerade was Schule angeht und solche Sachen. Deswegen macht euch einen Kopf, warum ich so Musik mache, Caballero Lascivo solche Musik macht, und überdenkt bisschen, was abgeht so, weißt du? Weil bei mir, der sich nicht eingliedern konnte, wie ich gesagt habe, ich hab dann die Arschkarte so. Ja, du kannst ja nicht zuhören.
dies, das, du kannst ja nicht zuhören, du musst diese Medikamente nehmen und du kriegst mehr Zeit in Klassenarbeiten, so. Und die Leute kriegen Abfuck, so, die haben Neid, so, die haben Neid, oh, er kriegt mehr Zeit und so, er hat einen Sonderstatus. Das Witzige ist ja, wo ich früher einen normalen Status habe, da wurde ich ja auch nicht ernst genommen. Aber jetzt, wo ich einen Sonderstatus habe, früher war ich so die Lachnummer, jetzt bin ich so der, auf den die neidisch sind oder so. Obwohl ich ja jetzt nicht der beste Schüler bin. Ich habe meine, also ich bin stolz auf, was ich erreicht habe, so. Ich habe was erreicht, auf jeden Fall schulisch so. Und jetzt bin ich aber so der, wo sie so denken, scheiße, warum und wie darf der das haben und so. Und früher war das ja, früher war, also die Leute sollen ihre Schnauze halten, so mit dieser Doppelmoral und ja, also wie gesagt, unsere Musik hat 100% Berechtigung, unsere Statements haben 100% Berechtigung und wenn ihr mir irgendwie kommentiert unter meine Posts, sei es jetzt Ionjo-Seite, sei es meine private Seite, sei es YouTube so, dann könnt ihr alles schreiben, beleidigt mich, beleidigt meine Mutter, so, ist mir scheißegal, so, ich bin jetzt nicht auf diesem Stolz- und Ehre-Trip da, scheiß da drauf. Aber die Leute sollen dann nicht so heucheln, dann so erstmal kritisieren, dann wenn man was zurückschreibt, wo man einfach recht hat, dann liken sie deine Kommentare, weil sie wollen ihre Ruhe haben, so, sie ziehen sich so gut aus der Affäre, so, aber beim nächsten Mal kommt dann wieder was. Und wenn ich sage, das, was im Moment abgeht, so, auch was bei mir mein Leben lang schon abgeht, so, dass man sich die ganze Zeit beweisen muss, so, gegen Leute, die einfach keine Ahnung haben, so, das ist einfach für mich Dreck, so, das ist der letzte Dreck, so, und warum soll ich mir das gefallen lassen? Wenn ich dann meine Meinung sage, wenn ich mich in dem Moment wehre, dann ist es okay, aber auch nicht zu laut werden, darf man nicht, aber wenn ich dann meine Meinung sage und sage, das ist alles Bullshit, das ist alles Scheiße, diese Harmonie führt dazu, dass Leute erniedrigt werden, weil der, vielleicht der anders ist, so wie bei mir, den versucht man dann runterzudrücken. Entweder er lässt sich das gefallen, wenn er sich nicht gefallen lässt, dann wird er vielleicht nicht unbedingt gemobbt, aber dann ist es ja auch nicht okay, weil er darf ja nicht seinen Mund aufmachen. So. Und wir leben in einem freien Land, wir leben in Deutschland, deswegen, ich darf machen, was ich will, so. Ich darf machen, was ich will. Und wenn ich freche Aktionen bringe, so, ich disse auch Leute auf meinem neuen Album, kann ich auch dazu sagen, ich disse auch Leute, mit denen hatte ich kein Problem oder so. Oder hatte ich vielleicht früher ein Problem, hat sich gelöst, so. Aber die Leute geben ja anscheinend auch einen Fick auf meinen Respekt, also gebe ich auch einen Fick und disse einfach irgendwelche Leute so. Und mir ist das scheißegal, was für Konsequenzen. Wenn ich dafür auf die Fresse kriege, kriege ich auf die Fresse. Wenn euch das passiert, passiert euch das. Darum geht es gar nicht so. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten so. Und deswegen, keiner von uns lässt sich den Mund verbieten so. Keiner von Beatbreaker lässt sich den Mund verbieten so. Und wie Shakusa mal in einem Lied gesagt hat, Mann, ja, ich laber Scheiße, ich laber Dreck, wenn ich den ganzen Tag Dreck fressen muss. So. Das war bei uns in der Vergangenheit so, wir haben viel Dreck gefressen. Auch manche Leute von uns haben es jetzt noch nicht einfach so. So, was jetzt zum Beispiel bei Alex so, er ist Afrikaner aus Gambia, er muss sich erst integrieren in dieses Land und so. Es ist nicht einfach. In verschiedenen Ebenen so, weil wenn du, er gibt sich Mühe und so, aber die Integration hier in Deutschland ist nicht einfach und sie ist auch für Deutsche nicht einfach. Und ich kann auch verstehen, warum manche Ausländer, jetzt nicht bei ihm, aber bei anderen, warum die früher Hass auf Deutschland hatten. Weil die Leute sind kleinkariert, sie sind obrigkeitshörig. Das, was der Lehrer oder der Busfahrer oder sonst jemand sagt, das habe ich jetzt schon mal gesagt, sage ich nochmal, weil es die Wahrheit ist. Das ist das Richtige, so. Da, wenn man was dagegen sagt, dann versuchen die Leute, dich runterzudrücken. Nein, hör auf den, der hat recht, du hast Unrecht. So. Versuchen, dich auch zu provozieren. Und weil du dich nicht so willst, verhältst, wie die wollen, entweder aus deinem Dickkopf raus oder aus deiner Andersartigkeit. Bei mir ist es dann am Ende beides gewesen. So. Sie versuchen also, du darfst nicht dagegen was sagen. So. Du darfst nicht dagegen was sagen. Und wenn du, keine Ahnung, vielleicht mal eine Ohrfeige verteilst oder so, dann bist du natürlich der Böse so. Dann hast du die nur bestätigt in ihrem Ding. Deswegen, eigentlich kannst du gegen diesen State of Mind von diesen Leuten kannst du nichts machen, weil das sind verlorene Leute so. Die werden keinen Erfolg haben, das sind keine Macher so. Ich habe auch mit Homies geredet, die auch Musik machen, sind jetzt nicht alle vom Beatbreaker teilweise. Und wir sind Macher, ich produziere so viele Alben wie kein anderer, die Alben haben noch Qualität so. Und die Leute, die meinen, sie müssten immer noch was gegen uns sagen, so, aber die man, wenn man so jetzt mal um sozialen Gefallen bittet, so zum Beispiel,
Ich will jetzt keine Namen nennen und genauen Beispiele, aber ich sag jetzt mal das Wort und derjenige weiß dann schon genau, was gemeint ist. Klassenfahrtbilder. So, das kann man natürlich nicht weitergeben. Oh, ich habe Arbeit, ich habe viel zu tun und dies, das. Aber wenn es dann darum geht, dass um gesellschaftliche Themen auf Facebook ewige Diskussionen zu machen, da hat man dann plötzlich Zeit. Obwohl die Leute ja anscheinend so anstrengende Berufe haben. Das zeigt, die Leute wollen immer nur das diskutieren und das reden, was sie interessiert und angreift, so. Aber wenn man einen Gefallen tun soll, so, dann ist es natürlich nicht okay, so. Ich könnte dazu x Beispiele nennen, so, wo ich Leuten geholfen habe, so, und diese Leute haben das nicht mit Dankbarkeit zurückgegeben, so. Ich will jetzt auch gar nicht ausschweifen. Fakt ist, sind nur einige Sachen, die ich jetzt so klarstellen wollte, so. Ich hoffe, das war einigermaßen einleuchtend. Nicht für die Leute, die was gegen uns sagen, die was gegen uns schreiben, sonst was. Das ist mir egal, so. Die Leute können ja lutschen, so. Das ist mir egal, so. Bei diesem Rap-Ding ist okay, aber wenn ihr wirklich unter meiner Rap-Seite oder so persönlich was gegen meine Einstellung habt, dass wir vielleicht mal dies und das Wort benutzen, so, und nicht auf den Grundstein davon zurückgeht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hau jemand die Faust in die Fresse, eine Koma-Faust, du wachst nicht mehr aus dem Ohnmacht auf, zum Beispiel, dann habe ich in dem Moment diese Wut. Dann ist das auch real. Das heißt nicht, dass ich das jetzt immer mache, so. Ich habe auch schon Leute geschlagen, Leute haben mich geschlagen. Das hat jeder gemacht, von daher ist das eigentlich immer real. Aber wäre auch sonst real, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil ich muss jetzt nicht jeden verprügeln, so. Aber diese Aggression ist in mir. Und wenn ich sage Hass, 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 so, dann ist das auch real. Und darum geht es ja im Hip-Hop-Realness, die Eier auf den Tisch zu legen und zu sagen, was los ist. Leute, die dann mit dieser Besserwisser-Manie kommen, so, auch bei diesen Hip-Hop-Seiten, so im Internet, die haben eigentlich gar nichts da verloren. Aber ist auch okay, weil sie bringen uns Fans und sie gleichzeitig treiben sie ihre eigene Karriere nicht voran. Und ich bin dann schon ein bisschen schadenfroh, wenn ich mehr Klicks habe als diese Leute, die mich kritisieren, weil ich kein Wort gegen die sage, so. Und wenn was kommt, dann fick ich aber auch deren Mutter auf dem Track, so. Und dann bin ich nicht so zimperlich oder so. Und ich habe auch wieder, keine Ahnung, Lines gegen Leute, die ich jetzt nicht unbedingt angreifen muss, aber einfach weil es Spaß macht, so, weil, keine Ahnung, so, die Leute versuchen uns zu unterdrücken und das geht halt nicht. Jetzt werden halt sie unterdrückt, so. Jeder, der dazu beigetragen hat. Auch Leute, die nicht dazu beigetragen haben, aber die einfach wie dumme Schafe der Herde hinterher trotten. Da wird auch nochmal schön beigestellt, dass die richtig auf die Fresse fliegen, dass sie vielleicht aus der Nase bluten, so. Also das ist eine Metapher, ihr wisst, was ich meine, so. Aber die Leute muss man anscheinend ein bisschen länger erziehen, so. Ja. Und ich hoffe, das habe ich hiermit gemacht. Ciao bei Allah.